Und ich freue mich sehr, hier Frank Castorf begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass diese Arbeit eingeladen ist. Danke. Das ist ein bisschen schwer in meinem Alter. Ja. Also man sagen, als Regisseur ist es eine sehr schöne Situation. Man ist nach, weiß nicht, 40 Jahren wieder verboten worden. Ist gut. Hab lange darauf hingearbeitet. Ich war 1989 hier. Da waren noch sehr viel mehr Buhrufe bei der Sarah Sampson. Und da waren wir auf einem guten Weg und jetzt haben wir es geschafft. Ein bisschen, aber es ist ein bisschen egoistisch, weil man natürlich sagen muss, man sieht ja einfach, dass Menschen arbeiten und sie arbeiten sehr. Also mit Verlaub, ich finde es sehr besonders. Also von den Schauspielern, von all denen, die es ermöglichen, von der Technik, von all dem, man sieht, es wird gearbeitet. Das ist ja oft in der Kunst und Schweiß, widerspricht sich, aber es ergänzt sich. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wieder so Viecher hat auf der Bühne. Baal ist ein Viech, Axel Manteuil ist es, die wunderbaren Schauspieler, mit denen ich jetzt schon mehrmals arbeiten konnte, sind das. Das ist ein bisschen traurig, wenn man dann über die Bühne geht und dann sind ja die anderen, die da gearbeitet haben, ja, an dem Hubschrauber, der uns von der US Army zur Verfügung gestellt wurde. Und wir mussten auch unterschreiben, dass wir da keinen Unfug mit treiben. Das konnte ich nicht versprechen. Aber es ist ein bisschen komisch. Bin 1984, da hatte ich so ein bisschen Probleme im Norden Ostdeutschlands. Und da ist eine Inszenierung, die war damals Trommeln in der Nacht. Das war von Bertolt Brecht, wie Sie wissen, verboten worden. Und Barbara Brecht sagte, ist es wieder so weit, dass ihr Vater verboten wird? Das war 1984. Und jetzt ist es ist einfach schade, dass Menschen, die sehr gerne arbeiten, dass sie nicht weiter arbeiten dürfen. Und sie könnten es ja. Und es wird ihnen ja auch Geld gezahlt dafür. Also Tantiem, ich habe mich da mit dem Schlöndorff drüber unterhalten. Sie kennen den Film, diesen wunderbaren Film mit Fassbinder in der Hauptrolle. Auch das, aber es ist ganz schön, an sowas, an Verbote zu denken. Traurig ist es einfach, dass wir so Abschied nehmen müssen von der Arbeit, die wir alle gerne gemacht hätten. Wer kann schon sagen, dass er gerne arbeitet? Und das finde ich wichtig. Über die Interpretation, da kann man immer sagen, und formal juristisch ist es natürlich auch richtig, dass man das verbietet. Bisschen Humor und den letzten Satz vielleicht von Bertolt Brecht, also in der Durchsicht seiner ersten Stücke, wo er sagt, er warnt davor, dem Stück fehlt Weisheit. Und das ist vielleicht der Auftrag, den ich zu ernst genommen habe, weiterzuarbeiten. Er hat 5 Fassungen gemacht. Er wollte eine Oper, ein Libretto daraus machen. Er hat sich der neuen Sachlichkeit, dem Marxismus verschrieben. 5 Klafter tief im Kapital, wie er sagte. Und das haben wir so gemacht. Und wir hatten vor allen Dingen sehr viel Spaß. Das ist das Wichtigste bei Bertolt Brecht. Denn das hat er, und er ist ähnlich wie ich, lax in den Fragen geistigen Eigentums. Aber man darf, es war eine wunderbare Erfahrung, das kann ich mal sagen. Bisschen schade, und deshalb sind wir auch alle ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass wir es mehr spielen können. Aber wir machen weiter. Auf anderer Welle, an anderer Stelle. Im Theater treffen.
eingeladen zu sein. Ich danke für ein Stück. Also schön war die Arbeit, aber das andere, das ist nicht, war mir nie wichtig, wie was ankommt. Das ist nämlich was ganz Besonderes, dass die Arbeit mit Menschen Spaß machen kann. Das ist so ein alter Schillerscher oder Marxischer Begriff, so irgendwie frei zu sein. Und die Produktion, also das Arbeiten, der Quatsch, den Spaß, also das geht von Willy Milovic bis Goethe oder der Cornelia Lahn, das macht Spaß. Alles andere ist nicht das, was ich mir wünsche. Und der Kamera, also ja. Nie gewünscht habe. Ich glaube, ich bin heute das 15. oder 16. Mal eingeladen. Nein, nein. Da setzt so. Altersbedingt nur Routine. Es gab schon also, nur diese Geschichte. Also, die Frage ist immer in der Geschichte, wie man die Geschichte betrachtet. Und deshalb mache ich das hier auch in Erinnerung, dass es eben den ersten indochinesischen Krieg gab, den die Franzosen geführt haben. Deshalb eben auch diese Assoziation. Und wir sagen alle, wir sind Charlie, ja? Und genau in der Zeit war das Attentat in Paris. Aber die Welt ist zurück auf Paris marschiert. Und alles wird sich rächen, was man an Ungerechtigkeit, an Ungleichheit, also alles das, was eigentlich den Paradigmen der Französischen Revolution widerspricht, macht. Insofern, Theater ist nur ein Abbild der Wirklichkeit, das machen wir auch. Aber bitte vergessen Sie nicht, wir reden sehr oft zu Feiertagen über die vielen Toten an der Berliner Mauer. Und jeder Tote ist ein Toter zu viel. Die Mauern, die Zäune, die heute in Andalusien stehen, sind doppelt so hoch. Und an einem Tag sterben über 150 Menschen im Vergleich zu 140. Ich will das nicht vergleichen. Man kann keinen Toten mit einem anderen Toten vergleichen. Aber die Bigotterie, die wir haben, die müssen wir erstmal ins Bewusstsein haben. Alle wir Linken, wir Liberalen, was an unserem Denken, an unserem historischen Denken nicht stimmt. Deshalb mache ich noch Theater, sonst würde ich es nicht mehr machen, glauben Sie mir das. Okay, aber wenn Sie das so formulieren, dass Theater dann politisch sein müssen, weil das Zentrum für politische Schönheit hat hier das, den Gedenkstein der Maueropfer gepackt und die europäischen Außengrenzen, weil das sind die neuen europäischen Grenzen. So ist es. Gehört so eine ja, Performance dann nicht auch auf Ernst-Theater treffen? Wenn Sie das so wollen, würde ich so den Begriff des Theatertreffens unbedingt erweitern, um aus dem Selbstgewählten, aus der Isolation rauszukommen. Das ist richtig. Politischer Teil für mich unkorrekt zu sein, sich einzumischen, um zum Beispiel wirklich zu sagen, es ist eine Grausamkeit ohne das Gleiche, wenn Menschen da ersaufen. Und wir machen nichts und wir feiern den 13. August nur. Das ist so viel, kann ich gar nicht fressen, um zu kotzen. Ja, aber wir feiern ja auch hier Theaterstücke mit der Niederschwimmer-Nation. Das eine, vielleicht ist es sogar so, und vielleicht ist es auch das Perverse, dass man lachen kann, dass man sich amüsiert, dass man das Schöne feiert, gleichzeitig aber weiß, dass etwas anderes in der Welt passiert. Nur das Wissen darum, dass zwei Sachen nebeneinander passieren und für uns virulent sind, das fände ich schon sehr wichtig und wir vergessen es. Also gerade in unserem schönen, in unserer Festung Europa. Herr, letzte Frage noch. Wie, was für ein Gefühl ist so viele Jahre in der Tochter verlassen? Die Welt ist schön. Und das Theater ist nur etwas, es war ein schönster Zeitvertreib, was ich vorhin versucht habe zu sagen, als es verboten wurde, also zum Beispiel in der DDR. Jedes Verbot zeigt einem, dass man eine große Kraft haben kann, mit den Mitteln von einer jahrtausendealten Kultur, Theaterkultur, darauf zu antworten. Insofern würde ich immer vorsichtig sein, das eine mit dem anderen versuchen auszugleichen oder auszukonkurrieren. Ja? Man kann auch sehr moralisch sein, das hat Friedrich Schiller bewiesen mit seinen ästhetischen Briefen zur Erziehung, dass man durchaus einen Auftrag hat, etwas zu verändern. Auch wenn es nicht klappt, man muss immer wieder den Versuch machen. Das macht mir Spaß. Also insofern werde ich noch sehr alt und werde auch manchmal noch Theater machen.